Die Zutaten habe ich mir jetzt hier vorbereitet. Hier habe ich ein Leinsamenei, also geschrotete Leinsamen und Wasser vermengt. Das hat jetzt ungefähr 10 Minuten gequollen. Da ist auch schon Vanille drin. Hier habe ich flüssiges Kokosöl und Ahornsirup. Hier habe ich grob gehackte vegane Schokochips. Die sind bei mir mit Xylit gesüßt. Und hier habe ich, jetzt darf ich wieder nichts vergessen, grob gemahlene glutenfreie Haferflocken, muss kein Hafermehl sein, und ganze glutenfreie Haferflocken. Natron, Backpulver, Kakao, Pulver und Kokoszucker. Und ich werde jetzt das hier grob vermengen. Und dann kommen einfach die restlichen Zutaten dazu und werden untergemengt. Ich werde das Ganze mit einem Teigschaber machen. Und jetzt einfach gründlich durchmengen, bis die Zutaten zusammenkommen. Und wenn ihr merkt, dass der Teig noch ein bisschen zu trocken ist, es kommt natürlich auch immer auf die verwendeten Flocken an, dann könnt ihr auch noch einfach ein bisschen pflanzliche Milch dazugeben. Aber wie ihr seht, kommt bei mir der Teig hier schon langsam zusammen. Der ist auf jeden Fall schon leicht klebrig, aber auch so ein ganz bisschen bröckelig durch die Flocken. Und jetzt gebe ich noch die Schokochips dazu und menge die noch unter. Ein paar habe ich mir noch zur Seite gelegt, um die hinterher, also nach dem Formen in Anführungszeichen, noch oben drauf zu drücken. Ich weiß noch nicht, ob ich sie verwende. Schaue ich gleich mal. Also es sollte auf jeden Fall hier so einen, ja, ihr seht ja die Konsistenz. Manchmal kann ich super schwer beschreiben, aber es sollte einfach zusammenhaften. Und wie gesagt, durch die Flocken ist es schon ein bisschen bröckelig, aber ich werde das jetzt gleich mit einem Eisportionierer auf das Blech geben. Oder mit 2 Esslöffeln, und da funktioniert das auf jeden Fall. Dann könnt ihr das Ganze auch noch ein bisschen zurechtformen auf dem Blech, aber das zeige ich euch dann gleich. Jetzt ist der Teig erstmal fertig. Ich habe jetzt hier mein Backblech mit Backpapier und habe hier noch ein bisschen Salz stehen, Flocken und Schokochips, je nachdem, ob ich die jetzt gleich noch verwenden will. Und ich werde den Teig jetzt mit einem Eisportionierer aufs Blech setzen. Und dann hier noch ein bisschen zurechtformen. Ihr solltet wirklich einfach mit den Löffeln hier nochmal die Ränder schön andrücken, damit die Cookies euch gut zusammenhalten. Und das habe ich jetzt bei allen gemacht. Ich habe aus der Menge hier diese rausbekommen und noch 4 andere. Die habe ich jetzt mal noch auf ein zweites Backblech gelegt. Und jetzt werde ich noch ein paar Haferflocken drüber streuen. Und noch eine Prise Salz, und dann sind die Cookies bereit für den Ofen. Ich habe jetzt vereinzelt doch noch ein paar Schokochips oben draufgelegt, reingedrückt, und jetzt werde ich die Cookies in den Ofen schieben.